Jana mit großem Wunsch. Friede zwischen Mensch und Tier. Helft ihr mir dabei? Wozu kann er schließlich die Sprache der Tiere? Kleiner Donner, großer Grauer. Ich freue mich schon auf die köstlichen Waldfrüchte. Und meine Taschen werden ganz schnell voll sein. Also jetzt gib mal nicht so an, Yakari. Hier ist ja heute nicht ein Laut zu hören. Es ist wirklich sehr still. Also ich glaube echt, hier stimmt irgendwas nicht. Sehen wir doch nach. Ich hab's gewusst. Sie haben das Bärensammeln völlig vergessen. Yakari! Lindenbaum? Hilf uns, Yakari! Da ist ein neues Raubtier im Wald! Und dieses Raubtier ist so schnell, dass es noch keiner geschafft hat, es zu sehen. Er hat uns beide gleichzeitig angegriffen, Krickrack und mich. Ja, und es sah aus, als würde es gleich 10 Vögel auf einmal auffressen. Ich werde hier nicht sitzen und warten, bis es wiederkommt. Ich hau ab. Macht's gut! Das gibt's doch nicht. Kein Raubtier kann sie gleichzeitig angegriffen haben. Sie sind total verschreckt. Was für ein Tier kann nur so schnell sein? Ich weiß auch nicht. Eine Raubkatze? Aber eine, die fliegen kann? Der einzige Weg herauszufinden, wäre dahin. Einige Spuren stammen von Krallen. Und andere wiederum nicht. Seltsam. Sieh mal hier, Yakari. Na? Da! Warte hier auf mich, kleiner Donner. Das mit der Raubkatze könnte stimmen. Aber eine Raubkatze zerkleinert die Knochen nicht so. Los, wir müssen ihm unbedingt hinterher. Du hattest recht, es ist keine Raubkatze. Hey, wir wollen dir doch nichts Böses. Warte! Oh. Das Raubtier ist so schnell, es ist sicher längst über alle Berge. Oh. Fast vorbei. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was es ist. Also auf jeden Fall sind alle Tiere, denen wir begegnen, noch total verängstigt. Wir müssen unbedingt weitersuchen. Aber Yakari, die Nacht bricht doch bald an. Du hast recht. Gehen wir zu kleiner Donner und großer Grauer zurück. Jetzt werden Yakari und Regenbogen uns erklären, wieso sie nicht eine einzige Beere mitgebracht haben. Naja, im Wald fiel uns auf, dass die Tiere ganz verschreckt waren. Und zwar wegen eines Raubtiers, das sehr schnell ist. Es griff gleichzeitig einen Biber, einen Raben und ein Stachelschwein an. Es kann springen wie eine Katze. Und zubeißen wie ein Fuchs. Und fliegen wie ein Vogel. Die zwei Brüder. Die zwei Brüder? Welche zwei Brüder? Das ist eine uralte Legende. Vor langer Zeit, die Erde war gerade erst erschaffen, da waren der Luchs und der Kojote noch Zwillinge. Sie lebten gemeinsam und sie jagten gemeinsam. Und das, obwohl sie so verschieden sind wie der Wind und der Nebel. Was sagst du da? Ein Luchs und ein Kojote? Zusammen?
Ein Luchs und ein Kojote jagen niemals zusammen. Sie teilen sich ihre Reviere nicht gern. Das ist richtig, denn sie sind beide sehr gute Jäger. Deshalb entschied der große Geist auch schon vor langer Zeit, dass sie getrennt leben müssen. Wer weiß, vielleicht seid ihr ja den Brüdern aus der Legende begegnet. Ein Luchs und ein Kojote. Das wäre eine Erklärung. Mhm. Ein Luchs kann auf Bäume klettern, ein Kojote kann sehr schnell laufen. Und zwei Jäger können auch zwei Tiere gleichzeitig angreifen. Wenn es wirklich ein Luchs und ein Kojote sind, wieso jagen sie dann zusammen? Um das herauszufinden, müssen wir sie stellen. Ja, aber wie schaffen wir das? Also, mir ist da letzte Nacht etwas eingefallen. Wir werden die zwei vertreiben und uns dann unsere Beeren holen. Wie still es hier ist. Ja, als ob es hier gar keine Tiere mehr gäbe. Hm, das wäre aber traurig. Hey! Na los! Oh nein! Was willst du denn schon wieder, du Störenfried? Wo wollt ihr hin? Uns reicht's, wir ziehen um. Jawohl, und wir sind nicht die Einzigen. Wie du hier siehst, sind schon alle weg. Dieser Wald ist unbewohnbar geworden. Er hat recht, wir haben sie gesehen. Stell dir vor, sie sind zu zweit, ein Luchs und ein Kojote. Dann ist es wirklich wahr. Der, der alles weiß, hatte recht. Ein Raubtier ist schon schlimm genug, aber gleich zwei. Das ist wirklich zu viel. Die einzige Lösung für uns liegt in der Flucht. Moment, jetzt beruhigt euch mal. Ihr könnt doch nicht einfach so euren schönen Bau verlassen. Ich werde mal mit den beiden reden. Aber dazu muss ich ihnen irgendwie näher kommen. Helft ihr mir dabei? Na gut. Hör mal, Yakari. Ich möchte dir ja gern helfen, aber ich hoffe, du weißt, was du tust. Hab keine Angst, Lindenbaum. Dir passiert nichts. Die beiden müssen dich nur kurz sehen. Sobald sie hier auftauchen, läufst du darüber. Dort können sie nicht weiter und ich kann endlich mit ihnen reden. Aber... Was ist mit mir? Was mache ich denn dann? Bin ich sowas wie ein Köder? Ja, schon. Hör zu, das ist mein Plan. Ich wittere nichts. In diesem Wald scheint es keine Beute mehr zu geben. Warte mal. Ich wittere doch etwas. Ja. Ein Biber. Na dann los. Das dauert aber lang. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Achtung! Durch diesen Spalt passe ich niemals durch. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Das war unsere einzige Chance auf was Essbares. Luchs, Kojote, hab keine Angst. Ich will nur mit euch reden. Ich bin noch nie einem Luchs und einem Kojoten begegnet, die gemeinsam jagen. Naja, wir sind zusammen aufgewachsen. Sind wie Brüder, musst du wissen. Wir wollen auf jeden Fall zusammenbleiben und wollen auch in einem Revier jagen. Aber im Wald gibt's gar keine Beute mehr für uns. Die Tiere sind alle verschwunden. Weißt du, wieso? Weil ihr viel zu gute Jäger seid. Die Natur hat nun mal nicht vorgesehen, dass sich zwei Tierarten wie ihr ein Revier teilen. Und wenn wir Richtung Süden ziehen, ist es da auch so? Ja, das ist überall genauso. Das heißt also, dass sich jeder von uns sein eigenes Revier suchen muss? Mhm. Dann werde ich die Bergschlucht nehmen. Und ich nehme den Wald. Hier trennen sich unsere Wege. Dann viel Glück, mein Bruder. Dir auch viel Glück. Wir sehen uns sicher bald wieder. Ach.
jetzt haben sie ihren Auftrag doch noch erledigt. Das hat länger gedauert, als wir dachten, aber es hat sich gelohnt. Der schlaflose Bär. Was hast du denn, kleiner Donner? Wir haben alle die ganze Nacht kein Auge zugetan. Dauernd so ein unheimlicher Krach. Was für ein Krach? Naja, so ein böses Knurren und Brummen und... Es fängt schon wieder an, jetzt schon am helllichten Tag. Keine Angst. Ja. Ich werde die ganze Nacht bei euch bleiben, Freunde. Danke, Yakari. Verschwinde! Hörst du hier beim Schlafen? Und komm ja nicht wieder! Was für ein Flegel! Was hast du denn, Schmächtiger? So haben wir dich ja noch nie gesehen. Weil ich hier die ganze Zeit nicht zum Schlafen komme. Wieso knabberst du nicht ein bisschen Majoran? Macht sehr schläfrig. Ach, lass mich in Ruhe mit deiner nutzlosen Hasenmedizin. Frechheit! Was schreist du denn hier so? Du Schreibär! Schreibär! Ihr geht mir alle auf die Nerven! Das war ein Bär. Ganz dicht an unserem Dorf. So ein Bär darf unseren Leuten auf keinen Fall noch näher kommen. Vielleicht war er ja nur zufällig in der Nähe. Er ist sicher schon weitergezogen. Er sollte in seiner Winterschlafhöhle ruhen. Sehr merkwürdig. Da... Diana, mit großem Wunsch. Hallo, ihr Biber! Friede zwischen Mensch und Tier. Helft ihr mir dabei? Wozu kann er schließlich die Sprache der Tiere? Kleiner Donner, großer Grauer. Ich freue mich schon auf die köstlichen Waldfrüchte. Und meine Taschen werden ganz schnell voll sein. Also jetzt gib mal nicht so an, Yakari. Hier ist ja heute nicht ein Laut zu hören. Es ist wirklich sehr still. Also ich glaube echt, hier stimmt irgendwas nicht. Sehen wir doch nach. Ich hab's gewusst. Sie haben das Bärensammeln völlig vergessen. Yakari! Lindenbaum? Hilf uns, Yakari, da ist ein neues Raubtier im Wald! Und dieses Raubtier ist so schnell, dass es noch keiner geschafft hat, es zu sehen! Er hat uns beide gleichzeitig angegriffen, Krickrack und mich! Ja, und es sah aus, als würde es gleich 10 Vögel auf einmal auffressen! Ich werde hier nicht sitzen und warten, bis es wiederkommt! Ich hau ab! Macht's gut! Das gibt's doch nicht. Kein Raubtier kann sie gleichzeitig angegriffen haben. Sie sind total verschreckt. Was für ein Tier kann nur so schnell sein? Ich weiß auch nicht. Eine Raubkatze? Aber eine, die fliegen kann? Der einzige Weg herauszufinden, wer dahinter... Einige Spuren stammen von Krallen. Und andere wiederum nicht. Seltsam. Sieh mal hier, Yakari. Da! Warte hier auf mich, kleiner Donner. Oh.
das mit der Raubkatze könnte stimmen. Aber eine Raubkatze zerkleinert die Knochen nicht so. Los, wir müssen ihm unbedingt hinterher. Du hattest recht, es ist keine Raubkatze. Hey, wir wollen dir doch nichts Böses. Warte! Oh! Das Raubtier ist so schnell, es ist sicher längst über alle Berge. Oh, die Gefahr ist vorbei. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was es ist. Also auf jeden Fall sind alle Tiere, denen wir begegnen, noch total verängstigt. Wir müssen unbedingt weitersuchen. Aber Yakari, die Nacht bricht doch bald an. Du hast recht. Gehen wir zu Kleiner Donner und Großer Grauer zurück. Swim around. Octopus.